Hallo meine Lieben, heute mal ein klein wenig anders. Und zwar habe ich bereits meine Foundation und die Augenbrauen gemacht. Aus diesem Grund, weil ich vorhin meine Foundation-Routine gedreht habe. Und ich mir gedacht habe, eigentlich will ich noch weiter drehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache ein zweites Video draus, in dem ich einfach meine Augen fertig schminke, also einfach das restliche Make-up fertig mache. Und die Augenbrauen habe ich schon gemacht, weil ich eh eine Augenbrauenroutine gedreht habe. Und diese verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox, gleich wie auch die Foundation-Routine. Und falls ihr irgendwas hört, also ein Brummen oder keine Ahnung, oder ihr seht, dass meine Haare hier ins Gesicht fliegen, das ist, weil wir jetzt draußen schon fast 34 Grad haben und es in unserer Wohnung so gut wie gleich heiß ist und auch noch die Lampen vor mir sind, ist es noch heißer. Deshalb habe ich mir einfach den Ventilator neben hingestellt und ja, dann würde ich sagen, starten wir. Als allererstes verwende ich diesen Paintbot von MAC in der Farbe Bare Study einfach mit meinem Finger auf mein bewegliches Lid drauf. Danach gebe ich die Farbe Naked Lunch von MAC mit meinem 242er Pinsel über das Ganze drüber, wo ich jetzt den Paintbot draufgegeben habe. Gebe auch ein bisschen was davon in meinen inneren Augenwinkel. Danach verwende ich die Farbe Frappé von Make-up Geek mit meinem E40 Pinsel und gebe diesen in die Lidfalte, um einfach meinem Auge ein bisschen Tiefe zu geben. Danach verwende ich die Farbe Coco Bear, ist auch eine Farbe von Make-up Geek, mit meinem E25 Pinsel und gebe diese Farbe auch wieder in die Lidfalte. Danach verblende ich das Ganze mit meinem Blending Pinsel von Briolette. Danach, wenn das alles schön verblendet ist, gebe ich nochmal ein bisschen etwas von dem Naked Lunch auf mein bewegliches Lid. Und dafür verwende ich wieder denselben 242er Pinsel von MAC. Als nächstes ziehe ich mir den Eyeliner. Dafür verwende ich den Maybelline Gel Eyeliner mit dem E65 Pinsel von Sigma. Nach gefühlten 100 Stunden und die ganze Zeit davon aus dem Bild zu sein, ist der Eyeliner endlich fertig. Aber wie gesagt, ich werde ein extra Video dazu machen, wo ich nur über den Eyeliner spreche. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter. Danach gebe ich die Mineralize Multi Effect Lash Mascara in der Farbe Charged Black auf meine oberen Wimpern. Danach lasse ich die Wimperntusche trocknen und gebe die Farbe Coco Bear mit meinem E15 Pinsel ganz knapp an der Wasserlinie entlang. Das verblende ich danach mit meinem E20 Pinsel von Sigma. Danach gebe ich noch dieselbe Mascara auf meine unteren Wimpern.
Danach klebe ich falsche Wimpern drauf und dafür verwende ich heute die Red Cherry in der Nummer 47. Diese klebe ich mit meinem Duo-Kleber drauf. Währenddessen der Kleber trocknet, gebe ich noch Rouge drauf. Dafür verwende ich heute dieses hier von Max Factor in der Farbe Seductive Pink. Und dieses trage ich mit meinem F40 Pinsel von Sigma auf. Dann noch der Mary Luminizer von The Balm. Den trage ich mit meinem F35 Pinsel von Sigma auf den höchsten Punkt des Wangenknochens auf. Und auch noch auf mein Lippenherz, ein bisschen was auf mein Kinn, Nase und Stirn. Für die Lippen verwende ich heute dieses Lip Gloss Lippenstift Ding in der Farbe Arme. Dieser ist matt. So meine Lieben, das ist der fertige Look. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, auch wenn ich die Foundation und die Augenbrauen schon vorher gemacht habe. Jedenfalls, ich verlinke euch sie natürlich unten in der Infobox. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr etwas Liebes zu sagen habt, schreibt es mir doch in die Kommentare. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, drückt doch den Knopf Abonnieren. Ich würde mich riesig darüber freuen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye bye!